So, und da sind wir wieder dabei. Wer bin ich? Und Hallo. er hat in der letzten Folge verloren, also muss er anfangen zu fragen. Jupp. Bin ich fiktiv? Nein. Nein. Das frage ich extra mal andersrum. Bin ich Hallo? männlich? Ich habe vergessen, was du warst. Ja. Ja, siehst du mal, ich bin immer männlich. Nee. Doch. Doch. Also, ich bin männlich. Bin ich denn erwachsen? Ja, oh, warte, da muss ich. Ich bin mir gerade. Ich meine aber ja. Falls nicht, bekommst du von mir innerhalb der nächsten 30 Sekunden ein Nein zu hören. Er ist erwachsen. Ich wollte doch gerade etwa beim Diatown anfangen. Also ich bin erwachsen. Du bist erwachsen. Komme ich denn im Fernsehen vor? Ja, es stimmt. Komme ich denn in einer Fernsehsendung vor? Ja. Ja. Ist die eher ans jüngere Publikum gerichtet? Definiere jünger. Mehr so Kinder bis Jugendlich. Ich würde mal sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich stimme dir einfach dazu. Du weißt es wahrscheinlich nicht. Hä? Ich? Nein, er. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Bin ich. Boah, ich wollte schon fast sagen, bin ich Playboy, aber nee. Nicht bei Kinder bis Jugendlich. Bin ich der Hauptcharakter? Nein. Du nimmst nie mehr die Hauptcharaktere, ne? Nein. Das wäre langweilig. Du musst. Bin ich real? Du bist vielleicht Needle. Ich bin dann wahrscheinlich real halt, ne? Ja. Okay. Wurde ich bekannt durch ein Medium? Ja. Okay. Computermedien. Ja. Ja. YouTube. Ja. Bin ich weiblich? Nein. Ja, nein. Oh. It's your turn. Wenn ich kein Hauptcharakter bin, Ja. ne? Bin ich dann, ne, das ist jetzt keine richtige Frage. Bin ich dann Gillette Opti? Ne, das ist keine Frage. Eventuell, vielleicht. Eventuell. Ich würde es nicht ausschließen, wenn ich du wäre. Okay. Ist die Sendung denn ein Anime? Ja. Lief dieser auf RTL 2? Meines Wissens nach ja. Und ich habe den auch gesehen. Ich bin zuversichtlich, dass du es hast. Lol. Nix, lol. Doch.
Nein. Ich wollte fast Digimon sagen, aber das sind alle Hauptcharaktere von den Leuten, die da rumlaufen. Irgendwie, ja. Außer vielleicht die Leute, die nachher dazukommen. Das sind eigentlich keine Hauptcharaktere. Also wenn du mal Die sind so bedenkst, unwichtig, die sind nicht mal. im dritten, da sind die Leute, die dazukommen, keine Hauptcharaktere. Also zum Beispiel dieser eine, der super toll ist und alles kann. Der ist kein Hauptcharakter. Deswegen kann ich das auch eigentlich nicht sagen. Ich habe nur 1, 2, 4 und 5 geschaut. Ja, ich habe alle bis auf das komische Souls Wars oder wie auch immer das heißt. Weil mir die Synchro nicht zugesagt hat und dann wollte ich nicht auf Ja. Japanisch gucken, Nein, keine ich bin Ahnung. jetzt Ja, wieder. Nein, ich bin nicht dran, kann ich. oder? Doch. Nein, Nein, es ich bin. überlegt immer, wir philosophieren gerade über Digimon. Ach so. Ich höre nicht wirklich zu. Ist es denn diesmal One Piece? Habe ich Waffen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also ich weiß es bestimmt nicht. Ich kenne nicht alle Charaktere dabei, aber ich muss mal gucken. Einen kann ich schon mal ausschließen. Auf jeden Fall einer der bekannteren. Ja. Kann ich sogar zwei ausschließen eigentlich? Ja. Ja, du bist, ne? Ja, bin ich männlich? Nee. Nein. Ich stelle mir nur gerade vor, wie dein Charakter das sagen würde. Ich bin männlich. Das wäre so geil. Das war ein Nein, also weiter. Also bin ich männlich. Ja. Ja. Bin ich jetzt Player? Ja. Mache ich noch was anderes außer Let's Play? Ich glaube nicht, oder? Definiere. Ja, halt andere Formate außer Let's Plays. Im Grunde nicht. Okay. Also wenn du auf deinem Kanal meinst. Ja, auf dem Kanal von dem Typen, der ich bin. Ja. Ja. Da Halt machst auf. du dann nichts. Ja, obwohl. Also Infovideos zähle ich jetzt, würde ich jetzt nicht dazu Ja, zählen. dann wenn du die nicht dazu zählst, dann ich zähle da mal ein paar andere Sachen dann dazu, okay? Ja, dann würde ich sagen, du machst nichts anderes. Da gibt es wohl manchmal Ausnahmen, aber sonst machst du nichts anderes. Also du bist auf jeden Fall Let's Player. Du bist jetzt nicht irgendein anderer YouTuber, der Let's Plays Also so ich mache nebenbei macht. hauptsächlich Let's Plays, ab und zu mal was anderes. Ja. Ganz selten. Eigentlich Let's Plays. War das jetzt ein Ja oder ein Nein Ja, eigentlich? Das war ein Ja. okay. Nein, nein, das war ein Nein. Du machst Ja. auch, du machst nichts anderes. Ja, es ist das so. Also ist du bist dran. Bin ich denn Mitglied der Crew auf dem Schiff? Wo fahre ich Nein. denn? Okay. Lol, wo soll ich denn jetzt her wissen? Weiter. Bin ich weiblich? Ja. Wow. Du bist jetzt schon einen ganzen Schritt weiter. Stamme ich aus einem Videospiel? Nein! Nein! Aber ich bin mir sicher, da gibt's bestimmt eins. Aber das wird bestimmt so scheiße sein, Warte, dass. ich guck mal, ich guck mal. Oh, wie geil wäre das? Ich weiß wohl, dass man den Hauptcharakter davon in Mugen spielen kann. Den gibt es da Okay. tatsächlich. Aber damit bringe ich dich auf eine falsche Fährte. Ist aber auch gut so. Dann verlierst Okay. Oha, es gibt davon Memory. Was? Ja. Ach so, Memory-Spiel. Ich habe gedacht, eine Memory-Karte. Für PlayStation. Wer ist dran? Du, weil das war ja eigentlich ein Nein, oder? Ja. Also nein.
Mache ich. Also ich mache ja hauptsächlich nichts anderes. Nichts anderes. Mache ich Livestreams? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch nicht so viele von dir gesehen. Kann natürlich sein. Aber da ich relativ wenig davon gesehen habe, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Lars, also weißt du es? Nein, weiß ich nicht. Warst wohl mal in einem dabei. Das weiß ich. Wenn ich kein Crewmitglied bin, bin ich dann einer. Habe ich denn mit der Hauptperson eine bestimmte Bindung? Ja. Fehlt mir ein Arm? Nein. Okay. Dann weiß ich nichts mehr. Also dann wird es extrem schwierig für mich, weil viel mehr Charakter kenne ich da nicht mehr raus. Und den kenne ich auch einfach nur so nebenbei. Hm. Du bist dran. Sollte eigentlich wissen. Ich bin dran. Du bist dran, dann. Kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Ja. Aber nicht nur daher. Stamme ich ursprünglich aus Comics-Büchern-Manga? Nein. Büchern würde ich ja sagen. Büchern würde ich ja sagen. Nein, aber er stammt aus Büchern nicht ursprünglich. Doch, aus Büchern schon. Bin ich mir sicher. Sicher. Nein. Doch. Nein. Doch. Es gibt davon Bücher, das weiß ich. Ja, aber er stammt nicht ursprünglich aus den Büchern. Doch, warte. Ich guck jetzt also nach. Wird ja. Basiert auf den Büchern, also. Aha! Siehst du? Ja, aber eigentlich kennt die Bücher keiner. So. Basiert auf den Büchern, also kamen die vorher. Keiner kennt die Bücher. Also hast du ein Ja. Ja. Dann bin ich aus Büchern. Bin ich. Ist es ein Kinderbuch? Ja. Kinderbuch. Was gibt's denn für Kinderbücher? Bin ich der Räuber Hotzenplotz? Nein. Aber wäre cool. Vor allem, du weißt doch einfach, dass dein Charakter weiblich ist. Bin ich der Räuber Hotzenplotz? Ach ja. Aber du hast die Frage jetzt gestellt. Ja, habe ich gestellt. Dann weißt du schon mal, dass du nicht der Räuber Hotzenplotz bist. Also ich war mal in einem Livestream dabei. Ja. Habe ich über 1 Million Abonnenten? Ich glaube nicht, nein. Ich google kurz. Ich glaube nicht. Letzte Mal, als ich geguckt habe, darf ich eigentlich nicht sagen. Nicht die Zahl sagen, das würde ihm das sofort sagen. Ich schaue nach. Nope. Also ein Nein, also bin ich. Bestimmte Bindung mit der Hauptperson und ich bin nicht auf dem fucking Schiff drauf. Und trotzdem Nebencharakter, aber trotzdem irgendwie wichtig. Steht hier. Steht hier wichtig? Ja. Da steht wichtig. Da steht wichtig. Steht da wichtig? Ich guck grad. Also wenn das eine bestimmte Bindung ist, dann ist das wichtig. Denke ich mal. Ja, dann ist es ist wichtig. Also falls es da nicht steht, kannst du wichtig hinschreiben. Habe ich einen Hut auf? Ja. Ich finde, ich habe ich einen Hut aufschreiben. und schwarze Haare? Ja. Und manchmal oberkörperfrei. Ja. Heißt der zufällig Puma? Nur in der deutschen Synchronisation, aber ja.
Also so. Nicht jetzt unbedingt so, aber so ähnlich. Ja. Okay, dann habe ich ihn doch herausgefunden, wie auch immer ich das herausgefunden habe. Ich kenne den Typ nicht. Woher weiß ich das? Medic. Medic? It's a kind. Nein. Medic! Medic. Und ich habe es sogar vor ihm geschafft und er hat was total Einfaches, was er sofort lösen könnte. Willst du mich verarschen? Und ich löse einfach irgendwas, was ich nie und nimmer lösen könnte. Verarsche. Willst du jetzt von mir oder von ihm? Ja, von mir natürlich. Ja. Okay. Ich bin auf jeden Fall dran und ich sage, ich bin weiblich. Ja, das Äh, wissen bin wir. ich, bin ich Pippi Langstrumpf? Nein. Okay, da kennt man auch die Bücher. Versuch mal nicht nur auf Bücher zu fragen. Habe ich denn über 10.000 Abonnenten? Über Ja, 100.000? Ja. Okay. Mache ich ab und zu TTT? nee. Ich glaube nicht. Okay. Schreibt man Pippi Langstrumpf mit IE oder mit einfachem I? Mit Ich glaube mit Doppel-P. einfachem I. Das mit Doppel-P war mir schon bewusst. I oder IE, das war die Frage. Einfaches I. Okay. Mit E oder mit E? Mit Doppel-P. Vorne oder hinten? In der Mitte. Einfach vorne so zwei Ps. Ohne Grund. Das ist genauso wie Lama. Auf Englisch einfach mit zwei L. Warum auch immer. Lil Lama. Lil Moment, was? Lama. Warum schreibt die Lama mit zwei L? Auf jeden Fall bist du jetzt wieder dran, weil das war ja ein Nein, ne? Ja, das war ein Nein. Mach ich Minecraft. Hä? War das nicht ein Nein? Das war ein Nein, weil TTT hast du gefragt. Ach so, ja. Ich hab gedacht, er ist schon fertig. Hat er nicht gerade danach gefragt, Ja, ob. ich habe Pippi Langstrumpf gefragt, er ist dran. Ja, also Aber war es. nein, Dann aber hast du dann doch hat. davor gefragt. Stimmt, ich hatte einfach nur gefragt, wie es geschrieben wird. Also ich Und da hast sollte du kein mich Ja als weniger. Antwort bekommen. Ich sollte mich weniger auf die Bücher konzentrieren. Ist es denn eine. Stammt mein Charakter aus einer Kinderserie? Ja. Also kennt man ihn daraus? Lief diese Serie auf Kika? Nein. 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 Und jetzt darfst du wieder. Also, der Fairness halber, mache ich Minecraft-Videos. Formulierst du das vielleicht um? Weil Mache ich so würde Videos über ich. Minecraft? Ja, so würde ich dir auch ein Nein geben. Gut. Es kommt darauf an, wie du das sagst. Kein Minecraft. Ich habe nicht gesagt, kein Minecraft. Ja, ich habe gefragt, ob ich Videos über meine. Ja, da kann ich dir eigentlich nur Nein geben. Weil das heißt ja, dass du das machst. Mach's. Ja, Gerade aber. noch. Deswegen kriegst du Nein und er ist jetzt wieder dran. Yay! Lief meine Serie auf Super RTL? Ja. Gott, was für Serien liefen denn auf Super RTL, auf irgendwas basieren? Super Ich sag's mal so, du wirst es RTL. wahrscheinlich nicht auf dem auf der Basis erkennen. Also den Grund dahinter kennst du vermutlich nicht. Nein, Bin bist du nicht. ich Bob der Baumeister? Nein. Weiblich. Nein. Wie ist das Mädel, was immer bei ihm war? Wie hieß das nochmal? Wendy? Ich glaube, es ist Ja, Wendy. Aha. bist du aber nicht. Nicht Bob. Ja, das ist schon mal klar, dass du nicht Bob bist. Bei dem Knetgesicht, da wundere ich mich aber trotzdem, dass der überhaupt ein Geschlecht hat. Du Knetnase, du. Du Keine Ahnung, darfst. ich mochte die Knetgeschichte. Mittlerweile ist das einfach nur CGI. Das ist. Das Keine war Ahnung. sogar zum Teil irgendwann mal Lego. Lego? Ja, ich war im Lego Land Dingens da und da gab es irgendwie so einen Bob der Baumeister Film mit Lego. Geil. Okay. Keine Ahnung, warum ich mir das angeguckt habe. Da war ich irgendwie so locker 14. Das war halt da drin, da musste man durchlaufen.
Oha, ich glaube, ich weiß, in welchem Legoland du warst. Beziehungsweise. Ja, da ist in einem Haus drin. Ja, das ist scheiße. Ich weiß, welches du meinst. Da gab es den Imperator als Schlüsselanhänger. Da gab es den Imperator als Schlüsselanhänger. Nicht schlecht. Bin Und ich jetzt das wieder reicht dran? einfach schon. Ja, Du schon bist wieder lange. dran. Habe ich Videos über Minderkraft gemacht? Ja. Ah. Was denn? Ich glaube, der hat das schon gemacht, ja. Okay. Warte, aber Fang an, ja. ich bin männlich. Und ich mache nur Let's Plays. Habe ich in Varo mitgemacht? Nein. Also egal in welchem Teil. Ja. Nein. Also nein. Also ja, es Das ist wäre cool, egal wenn er und nein. mitgemacht hätte, aber nein. Wer bin ich denn dann? Ja. So heißt das Nein. Spiel. Wer hat denn über 10.000? Ein oder zwei Leute haben schon über 10.000 Abonnenten. Die da nicht mitgemacht haben. Ja. Du musst da dich nicht drauf fixieren. Doch. Nein, Also gehst du auf den es. falschen Dampfer mal wieder. Du musst wieder fragen, weil das Nein war. Ja, ich überlege gerade. Was hat. Also es ist auf jeden Fall aber eine. Richtet sich die Serie eher an kleine Kinder oder eher an Kinder bis Jugendliche? Da musst du ja oder nein. Also richtet sie sich eher an kleine Kinder? Ja, Ja. definitiv. Okay, das heißt, Aber Ältere finden auch immer ihren Spaß daran, kann ich auch vermutlich war sagen. es dann eine dieser Serien, die auf Togolino lief. Ja. Ja. Die eigentlich jeder kennt. Don't give us viele Eigentlich. Tipps. Lief Biene Maya auf Togolino? Nein. Ist das Gut. schon eine Frage? Das war schon eine Frage. Das ist aber eigentlich eine Off-Topic-Frage. Ist egal. Hätte zur nächsten Frage geführt, also. Habe ich bei dem Megaprojekt mitgemacht? Nein. Okay. Das ist das Megaprojekt. Was? Was ist das Megaprojekt? Du Nein, kenne ich kennst's nicht. nicht? Nö. Glaub mir, es war Ja, scheiße. eigentlich will ich noch meine Namensrechte daran wieder haben, aber das war tatsächlich irgendwas, wo die ganze Zeit irgendwie rumgebaut haben mit Mods. Also sowas Ähnliches Okay. wie Hero, nur die haben da größtenteils mehr was gebaut mit Maschinen. Okay. Also du Na bist wieder gut. dran. Ich bin wieder dran. Und ich sage. Gott, was lief dann? Also Daten. ich schließe einfach mal Thomas die kleine Lokomotive aus. Ja. Weil ich da dann doch stark davon aus. Der ist aber auch voll swaggy. Die sind alle, eigentlich alle voll swaggy, wenn du mal richtig drüber guckst. Die haben alle irgendwie so ein Gangster-Rap mit deren Musik. Ist so. Wohin genau? Ja. Was lief damals alles? Ach. Scheiße. Na. Bob, das ist die einzige Serie, die ich mich Du noch kennst doch wohl erinnern kann. mehr. Du kennst locker mehr. Ja. Ach, ich bin alt. Das war Du bist jünger vor. als ich. Und selbst er kann Das es. mag stimmen. Aber ich bin bestimmt doppelt so alt wie er. Wie der 38? Charakter? Wir wissen beide, dass du dein Alter fälschst. Du bist eigentlich 8. Ah. Eigentlich 8. Ach. Nein, okay, ehrlich, ich hab. Ach, lief schon das Schaf da? Nee, Ja. das. Na. Lief das nicht Doch, auf das lief doch. Kika? Das lief auf Kika. Das Aber war es nach lief der auch Sendung zum mit der. Teil auf Ja, aber Dings. es war eigentlich nach der Sendung mit der Maus immer.
Was gibt's denn alles? Vieles. Ich setze mal ein oder aus und überlege. Toll, dann kommst du wahrscheinlich direkt wieder dran. Habe ich denn bei Hero mitgemacht? Nein. Okay. Warum fragst du eigentlich noch? Du willst nicht gewinnen. Du willst mal Erster sein. Ich muss irgendwie Leute eingrenzen. Aber das Problem ist, ich kenne kaum Minecraft-YouTuber, aber ich kenne Minecraft-Gucker. Ja, deswegen. Minecraft, er macht. Wir haben es dir doch schon als Tipp gegeben. Ich werde dir da jetzt nichts mehr zu sagen, weißt du das? Ich habe dir oft genug Tipps gegeben. Ja. Ach so. Jetzt habe ich den Ohren vom Opening von Thomas die Kleine. Warte, wieso habe ich keine Minecraft aufgeschrieben? Hallo, nimm die Swaggy-Version. Warte, warum habe ich kein Minecraft aufgeschrieben? Weil wir gesagt haben, dass er kein Minecraft-Let's Player ist. Ups. Fehler geschehen. Selbst in der Natur. Ach, deswegen hat Endivir diese Pickel da an dem Mund. Was das weiß ich? Dora! Fehler geschehen! Das war eine Frage. Was? Dora? Nein. Warst du überhaupt schon dran? Ja. Dann Dora, war er dran. Dora läuft nicht auf Super RT. Das auch. Was weiß ich denn? Das weiß man. Oh. Oh, der ist ja ganz sad. Auf Super RTL läuft nichts, was englischsprachig ist. That's a river. okay. Also er ist kein Minecraft-YouTuber. Aber er ist Let's Player. So, ich habe jetzt 3 Runden damit verschwendet, nach Minecraft zu fragen. Alles klar. Du siehst das Problem. Ja, ich sehe das Problem. Aber ich bin männlich. Oh, warte mal. Mach ich Nintendo Let's Plays? Ja. Bin ich zufälligerweise Domtendo? Ja. Ja. Du bist aber auch blöd. Ja, ich habe 3 Runden damit verschwendet, nach Minecraft zu fragen. Das hättest du voll leicht mal eben so rausholen können. Ich habe gerade gesagt, das schafft er sofort. Der kriegt damit sicher einen Win. Verliert gegen mich von einem Charakter, von dem ich keine Ahnung habe, wie der vielleicht heißt und weiß irgendwie aus Erinnerung noch, wie der heißt. Ja, ich habe mir hier so komische Sachen aufgeschrieben. Ich habe kein Minecraft geschrieben und dann mal gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat vielleicht mal Minecraft gemacht. Also vielleicht hat er bei so einem Projekt mitgemacht. Und vielleicht hat er dann aber aufgehört mit Minecraft. Also der hat wohl, glaube ich, mal Minecraft gemacht. Ja, der hat Minecraft gemacht. Ja. Siehst du, und das haben wir dir ja auch gesagt. Ich habe gesagt, formulier mal um die Frage und dann ist es vielleicht richtig. Jetzt kommt sowieso der spannende, spaßige Part. Du hast nicht aufgeben, das ist so lustig. Was, ich bin nicht der Typ aus Art Attack. Nein. Vor allem, du bist eine Frau. Ja, keine Ahnung. Du bist noch nicht mal eine Frau. Du bist ein vielleicht kleines ist er ja insgeheim eine Frau. Weiter fragen, komm, du kannst so viele fragen, wie du willst. Los geht's. Los geht's! Mir fallen keine Serien ein. Boah, den einzigen Tipp, den ich dir gebe, du wirst es noch sehr oft auf YouTube finden. Und der ist schon so hoch. Ganz viele verarschen. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ja, das war ja noch höher jetzt. Sag das nicht nochmal. Kleine Einsteins. Nein. Kleine Einstein siehst du zum Beispiel auch nur, weil die Musik. Du brauchst keinen Nervenzusammenbruch wegen diesem Charakter haben. Das ist so simpel. Und ich habe ihn mir ausgedacht. Nee, du hast dir den nicht ausgedacht, du hast den einfach genommen. Ja, das fände ich auch sehr gemein, wenn er sich den jetzt ausgedacht hat. Ich sag's mal so, der Charakter könnte in einem Kampf mit einem Nappa durchhellen. Nein. In deren Träumen. Träume? Nichts mit Träumen. Glaubst du, wir können den weltberühmten Satz von ihr sagen? Also halt ohne den Namen dabei zu nennen? Nein, lass es.
Okay, glaubst du, der kommt jetzt sofort drauf? Ich kann wohl noch einen anderen Satz sagen. Oder einfach nur ein Wort. Puta. Das reicht. Das reicht komplett. Nein, mir fällt nichts ein. Wer die Verarsche kennt, der weiß, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt auch. Oh nein, das ist zu groß. Das ist ein zu großer Tipp. Viel zu ich groß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, wir geben dir noch einen Tipp. Diese Person hat einen Bruder. Und der ist kultig. Im Grunde. Ich bin sicher, dass es nicht der Wadiax Flower ist. Ja. Okay, der Bruder. Ja. Der Bruder ist im Grunde Nappa. Nicht von der Stärke, nicht von der Stärke. Okay, der Bruder hat. Und auch nicht vom Bart. Also, wenn du jetzt nicht drauf kommst, ja, dann bist du noch dümmer als ich. Die Schwester von Caillou? Ja, und wie heißt die? Was weiß ich denn? Wie sind denn die Haare? Ich hab keine Ahnung. Welche Farbe? Ich glaube, schwarz? Nein! Wie kommst du auf schwarz? Keine Ahnung, ich hab keine Hast Ahnung. Hast du denn nie gesehen? Doch, ich hab's gesehen, aber ich weiß es nicht. Puta! Kenn ich nicht. Ja, das ist ein Computer. Puta! Und was heißt das übersetzt? Hure. Das kommt einfach in der Serie vor. Ich kenne es nicht. Und ich bin mir sicher, dass es nicht in der Serie vorkommt. Also, die Haarfarbe. Was könnte das für eine Haarfarbe sein? Braun. Nein. Blond. Nein. Rot. Ja. Was ist noch rot? Blut. Tomaten. Nee, aber das wächst schon, ja. Karotten. Keine, also nichts, was du isst. Du solltest es auf jeden Fall nicht essen. Wächst aber auch im Garten. Manchmal. Bei bestimmten Leuten. Rote Beete. Nix zum Essen. Ja, die ist ja nicht zum Essen. Doch, rote Beete ist was schon freiwillig. Ja, ich? Schmeckt voll nächstes, lecker. Als nächstes brauchst du auch noch, es gibt Leute, die Rosenkohl. Und rote Beete ist ja eigentlich auch so ein bisschen lila. Wilder Klee. Ist der rot? Manchmal. Ich kenne das nicht. Rotkehlchen. Die wachsen nicht im Garten. Doch. Muss man gießen, sag ich mal. Muss man gießen. Es ist eine Blume. Ja. Mohnblumen. Eine rote Blume. Wird sehr oft verwendet in Romanzen. Ich habe eine Idee. Rosa. Genau, Hose. Ach so, seine Schwester ist Hose. Was? Was? Wie heißt die? Seine Schwester heißt Pants. Nein. Wir haben ja gerade festgelegt, nein. Ich vermute, sie heißt dann Rose. Verniedlichungsform. Rose? Du weißt doch, um alles niedlicher zu machen, muss man hinten ein. Ein bestimmten Buchstaben. Rosie. Ja. Ah. Rosa. Hast du doch schon. Hast du. Ich will weitermachen. Hallo? Das kennst du nicht. Puta. Ich kenne die Serie, aber ich habe doch keine Ahnung, wie seine Schwester heißt. Guck mal, selbst ich weiß das. Und ich weiß einfach was von fucking One Piece. Und ich guck das nicht mal. Stell mal vor, so würde Rosi heißen. Findest du das witzig? Ich nicht. Rose-chan. Nein. Wie ekelhaft wäre das, David? Caillou, Rose-chan.
Komm mit Granate spielen. Das ist so dämlich. Und wie kannst du das bitte verkacken? Ich kenne den Namen von seiner Schwester nicht. Aber bist du nicht mal auf die Schwester gekommen? Also, ich hätte auf Anhieb nicht mal gewusst, dass die Serie auf Super RTL läuft. Ich dachte, das wäre so eine Next-Serie oder Kika oder was ist das? Nicht heulen. Diese Runde, die lief komplett nicht so, wie ich die vorausgesehen hätte. Ich hätte nicht erwartet, dass ich Erster werde. Ich hätte wahrscheinlich sogar gedacht, dass ich Letzter werde. Und er jetzt Zweiter. Und ein gewisser Herr mit Domtendo Erster. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, dann darfst du in der nächsten Runde als Erster anfangen. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios. Nee.